Du fährst mit dem Auto auf 2.500 Meter Höhe und dann fängst du an, da loszulaufen. Das ist genau das, was die so brauchen. Wir wussten schon, dass es ein bisschen anstrengend wird. Und Bier oder Weizen hat ja den Ruf, es sind ja Elektrolyte drin und da wird man ja auch fit von. Und deswegen, das war ja quasi eine Vorbereitung dafür. Die Seilbahn bringt das Team auf 3.200 Meter. Ab da geht es zu Fuß weiter, sofern die Fitness es zulässt. Ich habe in Ruhpolding trainiert, Junge. Mit ja, das glaub ich, dunklem Hefeweizen, mit hellem. Weißt du, ich fahre nach Ruhpolding zum Trainieren. Da denkst du ja normal, der geht wandern, der geht laufen. Ja, ich war, hab trainiert. Ey, ich, ja, war viel wandern. Ich war viel wandern. Ja, ja. Ne, jeden Tag. Vom Tisch bis an den Theke oder was? Ja, diese Bergbesteigung, wo ich das gehört habe, dann habe ich gedacht, hat er eigentlich noch ein paar Tassen noch alle im Schrank, aber ja gut. Widerstand scheint zwecklos. Und auch wenn ein Berg in Arizona nicht der Nordpol ist, der Aufstieg kann zumindest erste Hinweise liefern, wie gut das Team für ein Abenteuer im ewigen Eis gerüstet ist. So we're at 10,500 feet of elevation right now. Let's hopefully nobody slips and falls, but all good. Is it a dangerous road? It's pretty steep. The route down is pretty steep, so yeah, just hopefully everybody can keep their footing. So, ihr habt das verstanden. Ja, kein Scheiß. Kein Scheiß machen, kein Schubsen, kein an die Kante gehen. Ihr habt alle keine Steigeisen, ihr habt keine Stöcke, wir sind nicht angeseilt. Normalerweise in Europa, an irgendeinen Alpen, würde ich auf gar keinen Fall mit so einer Gruppe auch nur auf die Idee kommen, loszugehen. So. Sogar die Merkschale Eier als Weicheier sind. Komm mal, ja, los. Ja, als Weicheier. Hey ho, let's go. Rund 1,5 Kilometer und 500 Höhenmeter sind es bis zum Gipfel. Klingt zunächst beherrschbar, klappt aber offenbar nur mit der richtigen Technik. Das Allerwichtigste ist, du darfst nicht langsamer werden. Du musst dein eigenes Tempo gehen. Ich hab Puls jetzt schon von 300. Offenbar erste Anzeichen von Schwäche. Bereits nach wenigen Minuten. Und das ausgerechnet bei Thomas, dem Jüngsten im Team. Thomas ist natürlich jemand, der den ganzen Tag hart arbeitet. Hart arbeiten und Bergsteigen ist natürlich was ganz anderes. Ich bin Handwerker, ich sitze nicht den ganzen Tag auf dem Hintern vor irgendeinem Schreibtisch. Also von der Fitness her sollte die Nummer schon klappen. Was die Kopfsache betrifft, ich denke auch, aber da kannst du dich nicht so richtig drauf vorbereiten, ne? Der Mechaniker gönnt sich beim Aufstieg auch gleich von Anfang an das volle Belastungsprogramm. Dick verpackt in warme, aber auch entsprechend schwere Feuerwehrkleidung. Alter. Immer wieder braucht Thomas eine Pause. Und er tut sich offensichtlich schwer, mit den anderen mitzuhalten. Ja, am Anfang mit dem Aufstieg da in Flagstaff habe ich ja gedacht, ich verreck da. Ich habe da keine Luft bekommen. Ich habe gedacht, ich brauche ein Sauerstoffzelt. Ja, ich habe mir natürlich auch Sorgen um meine Tommy gemacht, weil der ja hat schon recht schwere Klamotten noch angehabt und da hat er am Anfang so ein bisschen geschwächelt. Ich war zwischenzeitlich auch ein paar Mal gut hingefallen und hat mir da ordentlich wehgetan. Ich konnte es Gott sei Dank verstecken, weil sonst hatte ich von Michael schon wieder einen übergebraten gekriegt. Also so an die Grenzen gegangen bin ich tatsächlich noch nie. Dass es alles andere als ein Spaziergang wird, hatte der Chef im Vorfeld angekündigt. Und sein Plan, die Fitness wirklich aller Teilnehmer zu testen, geht offensichtlich auf. Alter. Hattest du Probleme, dich da hochzukämpfen? Nee. Null. Mal langsam, Michael. Nach gut 50 Minuten hat das Team immerhin schon die halbe Strecke geschafft.
und erreicht den ersten Zwischenstopp. Übrigens inklusive Thomas. Je höher der Berg ist, so geringer ist der Luftdruck. Wenn der Luftdruck gering ist, ist die Luft halt so dünn, dass weniger Sauerstoff da drin ist in einem Liter als zum Beispiel in einem Liter unten in Glendale. Und das bedeutet natürlich, dass du viel mehr atmen musst. Weil ohne Sauerstoff kannst du die Energie aus deinem Körper überhaupt nicht verbrennen. Du kannst gar nichts machen. Zum Schluss sitzt du nur noch da und atmest. Auch der Ausblick beim Zwischenstopp ist durchaus atemberaubend. Wobei das in diesem Fall wohl eher kontraproduktiv sein dürfte. Man pfeift aus dem letzten Loch. Alter, gehen wir noch da oben hin. Nur 5 Minuten. Mehr Zeit zum Durchatmen lässt der Chef seinen Mitstreitern nicht. Aber keiner leistet Widerstand. Weil alle ein Ziel vor Augen haben. Wir fliegen natürlich an den Nordpol. Das ist natürlich sowieso alles schon weit über grenzwertig. Knapp 400 Höhenmeter hatte Michael bis jetzt, um sich ein Bild von jedem einzelnen Teammitglied zu machen. Und schon jetzt zeichnet sich ab, wer wo steht, auf dem Weg zum Pol. Tim ist Berufstaucher und arbeitet auf dem Schiff, auf dem Wasser, schleppt die ganze Zeit schwer. Der hat natürlich einfach eine Monsterkondition. Aber die Rosi ist natürlich jahrelang Radrennen gefahren. Julie ist jemand, der niemals aufgibt. Also die Julie wird entweder ganz schnell oben sein oder vielleicht unterwegs einen Herzinfarkt bekommen. Auch Carla muss mal in eine Situation kommen, dass die einfach mal in so eine Wand reinläuft und weiß, das geht nicht schneller. Und ich kann nicht schneller, das ist meine Grenze. They're doing great. They're, yeah, this is a little rocky road, so you gotta watch for your step, and there's some deep snow pockets as well, so it's a trek, that's for sure. Stop talking, Heather, I hate you. No, I'm just kidding. Ja, ich dachte, das hier ist jetzt die End. The top of the mountain, aber wenn wir da noch hoch wollen, boah. Hindernisse sind für die Morlocks eigentlich nichts Neues. Aber die 1,5 Kilometer über Schnee, Stock und Stein sind mit Sicherheit ihr bislang härtester Hürdenlauf.